CDU-CSU-Fraktion, Bernhard Loos. Sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich frage mich natürlich auch, wie schon meine Vorredner, wie oft sollen wir denn eigentlich noch die gleiche Thematik anhören können? Wann setzt endlich bei den Linken und den Grünen ein Erkenntnisgewinn, ein gewisser Memo-Effekt ein? Es wäre doch grundfalsch, wenn die Regierungskoalition ihre intensiv überprüfte und natürlich nicht leichtfertig abgewogene Haltung ändern würde. Meinen Sie denn, dass es richtig wäre, Deutschland international zu isolieren? Meinen Sie, dass man die deutsche wehrtechnische Industrie bewusst nachhaltig schädigen muss? Meinen Sie wirklich, dass man Arbeitsplätze sogar in anderen NATO-Partnerländern gefährden muss? Das nämlich wären die unverantwortlichen Folgen der Anträge der Linken. Der gültige Beschluss des Bundessicherheitsrates vom 28.03.19 ist doch eindeutig. Die Ruhensanordnung für die Auslieferung genehmigter Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien werden über den 21. März hinaus um weitere 6 Monate bis zum 30.09.19 verlängert. Für diesen Zeitraum werden grundsätzlich auch keine Neuanträge genehmigt. Und jetzt konstruieren Sie in Ihrem neuen Kurzantrag, dass die von Deutschland gelieferten Schiffe von Ägypten kriegerisch unmittelbar gegen Jemen zum Einsatz kommen. Dafür gibt es doch keine Belege und die Bundesregierung hat dafür auch keine Anzeichen. Ihre Spekulationen sind unseriös. Grundsätzlich geht es der Regierungskoalition um europäische Zusammenarbeit in der Sicherheitspolitik und eben um keinen deutschen Sonderweg in der Außenpolitik. Und es geht um eine europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit in der Sicherheitspolitik. Ich bleibe bei meinem sicherheitspolitischen Dreiklang für Deutschland. Erstens nationale Verteidigungsfähigkeit, zweitens den Erhalt einer eigenen deutschen wehrtechnischen Industrie. Oder wollen Sie deutsche Steuergelder in USA, China oder Russland ausgeben, um damit Arbeitsplätze zu schaffen, weil Sie in Deutschland unsere bestehenden wehrtechnischen Arbeitsplätze aus ideologischen Gründen vernichten? Es geht immerhin um 55.000 direkte oder mit den Zulieferern zusammen 135.000 Arbeitsplätze in unserem Land. Wir von der Union stehen zum Erhalt einer leistungsfähigen deutschen wehrtechnischen Industrie. Wir wollen, dass diese deutschen Hochtechnologiefähigkeiten nicht unwiederbringlich verloren gehen. Und drittens Zusammenhalt im Bündnis, ein ganz wichtiger Punkt. Wir planen und produzieren als verlässliche Partner gemeinsame Rüstungsprojekte, die wir selbst wegen der enormen Entwicklungskosten und notwendigen Stückzahlen alleine nicht wirtschaftlich produzieren könnten. Doch schon heute macht vor dem Hintergrund der permanenten Saudi-Arabien-Debatten das Schlagwort German Friede Runde. Wir machen es lieber ohne die Deutschen. Wollen Sie also einen Ausschluss Deutschlands aus all diesen internationalen Kooperationen? Wenn ja, dann stehen Sie doch auch dazu und zeigen die Konsequenzen auf. Und zeigen Sie insbesondere den Mitarbeitern von Krauss Maffei, von Rheinmetall oder der Peniwerft oder Heckler oder Koch oder der Airbus-Gruppe die Konsequenzen auf. Aber Sie wollen doch eigentlich mehr. Sie wollen eine Isolierung Deutschlands bei den europäischen Partnern im Bündnis und den Ausstieg aus der NATO. Das ist doch Ihr eigentliches Ziel. Bundesaußenminister Heiko Maas hatte recht, als er am 10.03.19 im Berliner Tagesspiegel zur Haltung der Bundesregierung aufführte. Das haben wir nicht nur mit Blick auf den Fall Khashoggi getan, sondern auch, weil wir Druck ausüben und deutlich machen wollen, dass wir auch von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten einen Beitrag zu einem Friedensprozess erwarten. Auf die Frage, ob wieder geliefert werden könne, antwortete er, das hängt davon ab, wie sich die Dinge entwickeln. Wir von der Union unterstützen diese Haltung. Und ich stimme Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier völlig zu, wenn er in der SZ am 25.10.18 sagt, es hat keine Folgen positiver Art, wenn nur wir die Exporte nicht weiterführen, aber gleichzeitig andere Länder in diese Lücke füllen. Ich sage, eine gemeinsame europäische Linie ist nötig, denn Saudi-Arabien empfängt aus anderen Ländern weitaus mehr Rüstungsgüter als aus Deutschland. Nur mal Größenvergleiche anzustellen, USA 61%,
Vereinigtes Königreich England 23%, Frankreich 3,6%, Deutschland 1,7%. Zum Antrag der AfD nur eine kleine Anmerkung. Es steht Ihnen doch allein darum, oder allein darum geht es Ihnen, zwei Themen unanständig zu verknüpfen. Einerseits das Rüstungsexportverbot mit der Flüchtlingsproblematik im Mittelmeer. Es geht Ihnen ja gar nicht um eine sinnvolle mögliche Alternativverwendung, sondern allein nur um Schaufensteraussagen. Was Sie in Ihrem Antrag machen, ist schlicht und einfach schäbig. Sie versuchen, die Angst der Mitarbeiter vor einem Arbeitsplatzverlust in parteipolitischen Münze zu Ihren Gunsten umzuwandeln. Das ist Populismus pur. Ich danke umso mehr der Bundesregierung, dass im Beschluss des Bundessicherheitsrats vom 28.13. klar geregelt ist, dass auch eine Entschädigungsmöglichkeit für die Werften bzw. für die Wehrindustrie, für die nicht gelieferten Waffen möglich ist. Das ist Politik, wie sie die Union macht. Die internationale Fähigkeit Deutschlands zur Zusammenarbeit stärken, das Vertrauen in geschlossene Kooperationsverträge untermauern, deutsche werttechnische Industrie erhalten und stärken und damit Sicherheit und Arbeitsplätze in Deutschland. Das ist der Weg der Union. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Bernhard Loos. Und die letzte Rednerin in dieser Debatte, Dr. Daniela de Ridder für die SPD-Fraktion.